Sie sind hier 18. Januar 2019, 10.02 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten München. United-Legende Paul Scholes äußert harte Kritik an Ex-Trainer José Mourinho. Laut Scholes habe The Special One seinen Rauswurf bei Manchester United provoziert. Hat José Mourinho seinen Rauswurf bei Manchester United absichtlich provoziert? Zumindest behauptet das Paul Scholes gegenüber dem norwegischen Fernsehsender TV2 schon während Mourinhos Zeit an der Seitenlinie bei United galt Scholes als heftiger Kritiker des Portugiesen, was zu mehreren öffentlichen verbalen Auseinandersetzungen führte. Nun legte die United-Legende nochmal nach. Offensichtlich, dass die Spieler nicht mehr für ihn spielen wollten. Ich habe das Gefühl, dass er Mourinho, Anmerkung, Dredd nicht mehr dort sein wollte. Er hat seinen Abschied perfekt in die Wege geleitet, so Scholes. Und weiter, seine Pressekonferenzen waren peinlich. Am Ende war es offensichtlich, dass die Spieler nicht mehr für ihn spielen wollten. Um seine Theorie zu unterstreichen, verweist der frühere englische Nationalspieler auf den Streit zwischen Mourinho und Kapitän Antonio Valencia. Er hat sich mit Antonio Valencia, dem nettesten Mann der Welt, angelegt. Das war ein großes Warnsignal, dass etwas nicht richtig läuft, Anzeige der ZN gratis testen und internationalen Fußball live. Dezember wurde Mourinho nach 2,5 Jahren bei den Red Devils entlassen und erhielt eine Abfindung von knapp 17 Millionen Euro. Seitdem sich United von The Special One getrennt hatte, ist es unter Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer noch ohne Punktverlust und hat die ersten 6 Spiele allesamt gewonnen. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.